Ein Brief von Katrin Vogler, Mitglied des Deutschen Bundestages und friedenspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Liebe Ariane Detloff, die kreativen und friedlichen Aktionen am Fliegerhorst Büchel legen den Finger in die Wunde der deutschen Abrüstungspolitik. Denn so richtig es natürlich ist, dass es ohne die Atommächte keine atomare Abrüstung geben wird, so richtig ist es auch, dass wir auf die Atommächte Druck ausüben müssen, damit sie anfangen, ihre Vernichtungsareale abzubauen. Daran aber hat die Bundesregierung überhaupt kein Interesse. Sie versteckt sich lieber hinter ihren Gesprächen im Rahmen der NATO, die aber überhaupt keine Ergebnisse bringen. Deshalb habe ich mich gefreut, dass am 22. Januar endlich der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten ist. Dieser Vertrag ist ein wichtiger Baustein, um den Druck für die Abschaffung der Atomwaffen zu erhöhen. Ich finde es beschämend, dass die Bundesregierung mit allerlei Ausflüchten ihre Ablehnung begründet, anstatt sich bei den Unterzeichnerstaaten einzureihen und mit diesem gemeinsam für atomare Abrüstung zu kämpfen. Dafür spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Bundesrepublik über die sogenannte nukleare Teilhabe selbst an den Atomkriegsplanungen der USA beteiligt ist. Im Frieden üben Bundeswehrsoldaten mit Bundeswehrflugzeugen den Einsatz von Atombomben und im Kriegsfall sollen sie diese Bomben dann selbst abwerfen. Es ist wichtig, dass ihr mit euren Aktionen diese Praxis, die offensichtlich dem Gedanken des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags widerspricht, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit holt. Die 20 US-amerikanischen Atombomben, die derzeit in Büchel lagern, müssen abgezogen werden. Das wäre ein Zeichen, dass es der Bundesregierung ernst ist mit ihren Bekenntnissen zu einer atomwaffenfreien Welt. Die Bevölkerung wünscht sich ein atomwaffenfreies Deutschland. Es ist ein Skandal, dass sich deutsche Soldaten dennoch darauf vorbereiten, einen Atomkrieg zu führen. Es braucht mutige Aktionen wie eure, damit das Thema in der Öffentlichkeit gehalten wird. Ich wünsche euch viel Kraft für euer Friedensengagement. Bleibt gesund, eure Katrin Vogler. Vielen herzlichen Dank.